Keine Frage, das ist der nächste Schock für die Märkte. Die heutigen Inflationszahlen aus den USA höher als erwartet und die Reaktion der Märkte spricht für sich. Aber da wäre noch eine Sache und diese Sache wollen wir uns gleich mal anschauen. Aber zunächst mal zu der Inflation, zu diesem erneuten Schocker, wie so oft in diesem Jahr. Liegt die Inflation höher als erwartet und das hat eine Ursache, die ich gleich zeigen werde. Renditen und Dollar steigen, US-Futures fallen, ziemlich herbe Reaktion. Dabei waren wir kurz vor den Daten noch ziemlich sportlich nach oben gelaufen, was die US-Futures betrifft, was die Renditen betrifft, sind die gefallen im Vorfeld der heutigen Daten und dann booms, knallte es nach unten. Wie war die Erwartung, respektive was ist die Erwartung jetzt, nachdem die Zahlen so reingekommen sind, wie sie reingekommen sind? Wir werden wohl heute sehen, dass wir von den letzten 10 Veröffentlichungen 8-mal jetzt eine negative Reaktion beim S&P 500 sehen. Goldman Sachs hat das hier nochmal zusammengefasst. Über 8,2% Verluste von mehr als 3%. 8 bis 8,2% zum Vorjahresmonat die Inflation. Verluste 1 bis 2% und in anderen Fällen deutliche Gewinne. Aber es ist der 8,2% geworden. Hier nochmal die Erwartung. 8,1% ja die Erwartung. Und wichtig hier vor allem die Kernrate, schauen wir uns noch mal ganz kurz, bevor wir uns dann die Daten wirklich anschauen, eben die Erwartungen an. Die schwanken zwischen 7,9 und 8,2%, also in dieser Hinsicht die oberen Erwartungen getroffen mit 8,2%. Genauso wie das Inflation Forecasting Modell der Cleveland Fed vorausgesagt hatte. Aber jetzt gucken wir unsere Zahlen mal an. Wir sehen also die Inflation in den USA 8,2%, aber das ist jetzt der dritte Rückgang in Folge, zumindest was die Headline-Zahl zum Vorjahresmonat betrifft. Wir haben natürlich jetzt mit einem Anstieg von 0,4% bei plus 0,2% einen höheren Anstieg als erwartet. Woran liegt das? Was ist da der Grund? Schauen wir uns hier nochmal die Core-Rate an, also die Kernrate ohne Nahrung und Energie. Da sehen wir, da sind wir höher reingekommen jetzt mit 6,6%, der dritte Anstieg, respektive der zweite Anstieg jetzt in Folge, den wir gesehen haben. Und damit liegt die Kernrate in den USA auf dem höchsten Stand seit August 1982, komme ich noch ganz genau daran erinnern, meine Damen und Herren, als wir es gestern, da saß ich vor dem Rechner und gedacht, boah, ist das eine hohe Inflation in den USA, aber wie gesagt, jetzt sind wir auf einem 40-Jahres-Hoch. Und woran hoch? Und woran lag es? Shelter, meine Damen und Herren, diese Komponente ist deutlich nach oben gegangen und vor allem die Owners Equivalent Rent mit 0,8% so stark gestiegen wie seit 1990 nicht mehr. Und diese Owners Equivalent Rent ist ja das, was die Leute bezahlen würden, wenn sie nicht Eigentum hätten, in dem sie wohnen, sondern Miete zahlen würden. Und das basiert auf einer Umfrage. Ich hatte das heute Morgen nochmal thematisiert, die letztendlich 6 bis 9 Monate hinterherhinkt, hinter den faktischen Entwicklungen etwa der Mietpreise. Das heißt, hier haben wir wahrscheinlich veraltete Daten hier in der Inflationsberechnung. Und das ist das, was diese ganze Geschichte hier so maßgeblich nach oben treibt. Wir wissen, dass etwas, also die Mieten im September in den USA nicht mehr gestiegen sind, aber gleichwohl diese Komponente Shelter etwa ein Drittel der gesamten Inflationsberechnung. Und wenn da so eine Megakomponente wie Owners Equivalent Rent richtig reinknallt, dann knallen natürlich auch die Zahlen rein. Deswegen ist die Kernrate höher als erwartet, vor allem die Kernrate höher als erwartet, weil das eben schlichtweg die Dinge sind, die in der Statistik dann am stärksten gewichtet sind. Wenn wir uns den S&P 500 mal anschauen, wir waren jetzt 6 Handelstage in Folge gefallen und es sieht ja so aus jetzt, als würde das der 7. Tag in Folge sein, dann wäre das der schwächste Tag oder das die schlechteste Strecke, die größte Verluststrecke seit dem Februar 2020, also seit dem Corona-Crash. Ist also richtig was los, Hedgefonds sind unterpositioniert, jetzt vor den Inflationsdaten gewesen. Also die werden sich freuen, dass sie da nicht erneut einen auf die Mütze bekommen haben, wie viele andere Marktteilnehmer das wohl jetzt erleiden mussten. Aber wir haben natürlich richtig Stress im System. Und dieser Stress, der kommt, ich wiederhole mich da, aber es ist eben zentral, nach wie vor aus UK. Hier jetzt
Die Auseinandersetzung schon zwischen der Notenbank, der Bank of England und der Politik. Die Politik sagt jetzt, ja, wenn da am Montag was passiert, und am Montag wird die Bank of England ja keine Anleihen mehr kaufen. Man fürchtet da einen Crash dann am britischen Anleihenmarkt. Da wird also gegenseitig schon Schuldzuweisung betrieben, und charakteristisch ist, wie Gold Telegraph hier twittert, dass eigentlich nur Gelddrucken jetzt diese Situation zumindest vorübergehend, ja nicht dauerhaft, auch das ist ja wieder Symptombekämpfung, aber vorübergehend retten kann. Aber diese Rettung ist vielleicht nicht so weit weg. Da wäre noch was, hatte ich getitelt. Und wir sehen, dass die britischen Renditen ziemlich deutlich gefallen sind heute. Weiß da jemand was? Wird hier gefragt, und interessant ist, dass der britische Finanzminister Kwarteng derzeit in Washington weilt. Ja, was macht er denn da? Warum fährt er denn dahin? Aus meiner Sicht deswegen, weil er Hilfe braucht aus Washington, weil er Hilfe braucht durch die Fed, weil die Dinge so dramatisch sind in UK, dass da etwas passieren muss. Und das wiederum bedeutet, dass die Fed wahrscheinlich nicht umsteuern wird wegen der Inflation. Das wird dauern, bis die mal wirklich so runterkommt, dass die Fed sagt, okay, wir hören jetzt sofort auf mit Zinsanhebungen. Aber es ist die Fragilität vor allem der Anleihenmärkte, der Stress im System, der so groß ist, dass da durchaus was kommen kann, ist zumindest eine Hoffnung für die Bullen. Ob es so kommt, werden wir sehen. Aber wir haben ein paar Anzeichen dafür, die ich hier nochmal zeigen will. Headlines you don't see at the tops. Headlines, die man normalerweise nicht auf dem Hochpunkt von Märkten sieht. UK Pension Funds are dumping assets to meet margin calls. Also die verkaufen alles, was sie haben. Und das sendet Stresswellen von Sydney über Frankfurt nach New York. Und jetzt ist also der britische Finanzminister in den USA. Und wir haben gestern spätabends, heute Nacht deutscher Zeit, plötzlich von Janet Yellen, der Finanzministerin, gehört. Oh, worries over loss of adequate liquidity in treasuries. Also es gibt zu wenig Liquidität in den Anleihemärkten. Sprich, man sorgt sich, dass dieser Markt aus der Kurve fliegt, wenn man es mal übersetzen wollte. Und noch einen Tag davor, das sehen Sie hier oben in dieser Meldung von Business News, sehen wir, hat Yellen gesagt, markets are functioning well. Also irgendwas scheint in diesem einen Tag passiert zu sein. Und möglicherweise war es ein Anruf aus London, dass da Land unter ist. Und wenn das britische Finanzsystem kippt, dann ist das Lehman hoch 3-5 Punkt oder ähnlich. Ja, weiß ich jetzt nicht genau. Aber das wäre natürlich etwas, was auch die Amerikaner natürlich interessieren muss. Denn die sind sehr stark vernetzt mit den Briten, was deren Finanzsystem betrifft. Und something's up, wie Sven Henrik hier nach meiner Auffassung richtig versucht zu spüren, zu erfühlen, könnte man sagen. Und Lisa Abramovic hier mit diesem Tweet, der sich auf Oxford Economics bezieht, da sagt sie, Market conditions may trigger a break in the global hiking cycle. Also es sind die Marktkonditionen, die die Notenbanken vielleicht zum Stopp dieser Zinsanhebungen zwingen werden. Nicht die Inflation, nicht irgendwelche Arbeitsmarktdaten, nicht Konjunkturdaten, sondern die Sorge, dass ihnen das System aus der Kurve fliegt. Und das vor allem aufgrund dieser Contagion Risk, dieser Ansteckungsrisiken, die aus dem britischen Finanzsystem kommen. Auch Kylie Bass, der sehr bekannt ist, sagt, something big is going on. Da gibt es Strömungen, die zeigen, dass da richtig was los ist. China interveniert, Bank of England interveniert, die japanische Notenbank hat verbal zumindest interveniert. Und vor allem, und das ist auch sehr, sehr interessant, wir hatten gestern die Meldung, dass die Fed eine Swap-Line vereinbart hat mit der Schweizer Nationalbank, also mit der SNB. Und die Frage ist, warum? Normalerweise sind das Dinge, die man sieht, wenn Liquiditätsengpässe sind. Erinnern wir uns an den Corona-Crash, da gab es auch eine Swap-Line nach der anderen, da hat die Fed Swap-Lines vereinbart mit anderen Notenbanken, auch mit der EZB, um ihnen Dollars zuzuschustern, denn in solchen Stresssituationen gibt es zu wenig Dollars im System. Collaterals, Sicherheitshinterlegungen entwerten sich, es entsteht Dollarbedarf, also muss Dollar Liquidität gespendet werden, und das tut die US-Notenbank Fed offenkundig jetzt mit der Schweizer Notenbank. Und hier liegt natürlich der Verdacht nahe, dass das wegen Credit Suisse ist, die in Schwierigkeiten sind. Also die Fed gibt es der Schweizer Nationalbank, und die dürfte damit der Credit Suisse helfen, so zumindest meine Erwartung. Denn es ist nicht so, dass jetzt die Fed etwa mit der Credit Suisse direkt etwas vereinbart. Das wäre auch sehr, sehr unüblich. Jedenfalls Stress im System, der wird wieder verstärkt durch den Dollarindex, den wir hier sehen im Chart von
Wer war es? Capital.com, meine Damen und Herren. Ah, fast hätte ich es vergessen. Jedenfalls sehen wir hier, dass der Dollarindex wie ein Strich jetzt nach oben geht in Reaktion, in einer ersten Reaktion auf die Zahlen. Und was macht unsere EZB? Die sagt, also wir werden jetzt einmal einen Tag des offenen Wortes einrichten und schauen wir mal, ob es nicht ein Widerspruch ist in Notenbanken und offene Worte. Ja, die EZB bräuchte mal ein paar offene Worte, dass man ihr das ins Gesicht sagt, respektive ihren Vertretern wie Lagarde und Konsorten. Also das ist fast schon grotesk. Und Thomas Mayer sagt, der ehemalige Chefvolkswirt der Deutschen Bank, jetzt bei Flossbach von Storch, EZB ist technisch pleite. Thomas Mayer bringt da dieses Dilemma, was ich jetzt hier in diesem Video angerissen habe, mustergültig auf den Punkt. Unbedingt anschauen, wenn Sie dieses Interview noch nicht gesehen haben. Erste Empfehlung und zweite Empfehlung, meine Damen und Herren. Klopapier, Krise 2.0, droht mit Exportverbot aus Holz. Für Holz aus Russland, Birkenholz aus Russland, das wollen die Russen nicht mehr exportieren und das ist wichtig für die Herstellung von Klopapier. Also in der Corona-Krise hatten alle wirklich Angst, dass das Toilettenpapier ausgeht. Dabei war eigentlich das objektiv gar nicht der Fall. Es waren nur diese massiven Hamsterkäufe, die das Ganze ausgelöst hatten. Jetzt könnten wir wirklich auf einen Mangel zulaufen. Also zwei Empfehlungen. Ich wünsche jetzt schon mal vorab ein schönes Wochenende. Morgen ja keine Videos von mir. Mal sehen, wie krass jetzt die Marktreaktion noch ausfallen wird. Das könnte ein heftiger Tag werden. Ich sage Servus und Ciao.